4 gute Tage und 3 gute Nächte. Ab Donnerstag ist in Darmstadt der Jugendkirchentag der EKHN. 4000 Jugendliche versetzen die Stadt in einen Ausnahmezustand. Mit Klettergarten, Aquaparty im Schwimmbad, Konzerten und Themenparks. Es ist einfach die Möglichkeit, mit anderen Jugendlichen über den Glauben zu sprechen. Aber das alles so, dass Jugendliche auch Spaß dran haben. Der Jugendkirchentag läuft bis Sonntagnachmittag. Die EKHN ist die einzige Landeskirche, die einen Jugendkirchentag organisiert. Dieses Bild hat den Fotowettbewerb der EKHN gewonnen. Mit ihrem Foto Liebe kennt kein Alter hat Melanie Wagner aus Langen die Jury überzeugt. Das Foto vermittelt Liebe auf eine sehr authentische, unaufdringliche Art, begründet die Jury ihre Entscheidung. Insgesamt hat sich die Siegerin mit ihrem Bild gegen 200 andere Fotos durchgesetzt. Das Projekt Tausche Mangos gegen Schule verkauft Mangos für einen guten Zweck. Der Erlös unterstützt Schulen in Burkina Faso. Alle interessierten Kirchengemeinden in Hessen können beim Mangoverkauf mithelfen. Die Partnerschaft zwischen dem Dorf Tikato in Burkina Faso und hessischen Kirchengemeinden feiert ihr 40-jähriges Jubiläum. Eine Ausstellung zum Thema gibt's noch bis zum 5. Juli in Wetzlar.